Tafel 2 Geschichte der jüdischen Gemeinde. Geschichte der jüdischen Gemeinde. Erste Ansiedlungen im 17. und 18. Jahrhundert. Die älteste jüdische Gemeinde im heutigen Kreis St. Wendel befand sich in Södern. In den Nachbarorten Bosen und Gonnesweiler ließen sich die ersten jüdischen Bürger nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 nieder. 1716 lebten bereits 15 jüdische Familien in Södern und 5 in Bosen. 1799 hatte Södern 400 Einwohner, die sich aus 54 evangelischen, 10 katholischen und 15 jüdischen Familien zusammensetzten. Bosen hatte 375 Einwohner, die sich auf 55 christliche und 5 jüdische Familien verteilten. Ein Bild auf der linken Seite zeigt ein Verzeichnis der Söterner und Bosener Schutzjuden. Das alte, bräunliche Verzeichnis ist wegen der alten Schrift kaum lesbar. Es stammt aus dem Jahr 1790 und listet 9 jüdische Familien in Södern und 6 in Bosen auf. Integration im 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts. Durch die Angliederung des gesamten Saarraums an den französischen Herrschaftsbereich wurden die Juden als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt. Damit konnten sie sich auch an für sie vorher unzugänglich gewesenen Orten ansiedeln. Die Juden gehörten zur Dorfgemeinschaft. Sie waren im Söthener Gemeinderat vertreten, nahmen am dörflichen Vereinsleben teil und gründeten eigene jüdische Vereine in Södern und Bosen. Auf der Tafel befindet sich links ein weiteres Bild, das als Tabelle aufgebaut ist. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Entwicklung der Einwohnerzahlen jüdischer Bürger in den drei Orten Bosen, Södern und Gonnesweiler in dem Zeitraum von 1808 bis 1933. Besonders viele jüdische Bürger gab es in den Dörfern um Mitte des 19. Jahrhunderts. Mehr als 400 Menschen jüdischen Glaubens gehörten damals zu den Dorfgemeinschaften. Bis zum Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 reduzierte sich die Zahl hauptsächlich aufgrund von Auswanderung auf 173 jüdische Bürger.